Paul Richter und Stefan Sindera ermitteln im gefährlichen Fall eines Serienbrandstifters. Wir bestreifen genau dieses Gebiet, weil es vermehrt Örtlichkeiten gab, wo es eine Reihe von Brandstiftungen gab. Schauen wir mal. Was ist da vorne? Das ist ein Feuer. Decke! Hey, vom Wagen weg! Einmal ins Rundorfer Feld! Weg da! Feuerwehr, RTW! Ist alles okay? Ja, alles gut. Die Feuer des Brandstifters haben bisher keine Verletzten gefordert. Bis heute. Fraglich ist, ob der verwundete Peter Möller im Lagerhaus nur sein Hab und Gut retten wollte oder ob er in die Brandserie verwickelt ist. Herr Möller, das war eine nicht ganz ungefährliche Situation. Was haben Sie da gemacht? Ja, ich wollte meine private Dokumente, alle Papiere rausziehen. Oh. Also keine Papiere der Welt sind Ihr Menschenleben wert. Was waren das für Papiere? Ja, ich bin in der Scheidung mit meiner Frau, deswegen aber ich muss umziehen. Okay, dann noch eine wichtige Frage. Wie kam es denn da zu dem Brand? Ich weiß nicht, ich bin da hingegangen, da stand alles in Flammen, ich weiß nichts. Okay. Na gut, dann danke erstmal, ja? Also, ich habe mit dem Möller gesprochen, der kann sich nicht erklären, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Der hat wohl auch offenbar niemanden gesehen. Ja, hier haben sich auf jeden Fall Personen niedergelassen. Ich scheine ja richtig zu tafeln. Aber lass uns mal vorne rumgucken. Wenn wir denjenigen finden, dann hat der vielleicht was gesehen. Ja, mein Verdacht ist ja, dass sie unter Umständen durch einen Unfall sogar zustande gekommen ist, auch wenn es nicht unbedingt in unser Schema passt. Ich glaube, ich hatte vorhin, als ich ihn hier gelöscht habe mit der Decke, genau, das hatte ich nämlich gesehen. Ach, ist krass, er ist mir entgangen. Benzinkanister. Ah, liegen lassen. Ich habe nur den Special Finger mit Lederhandschuh benutzt. Aber da haben wir vielleicht Glück, wenn das Ding da hinten in der Ecke lag und nicht durch die Explosion weggeflogen ist, haben wir da unter Umständen keine Rußspuren, dafür aber Fingerabdruckspuren drauf. Aber dann sieht das Ding jetzt für mich ganz anders aus. Wenn hier ein Kanister mit Sprit liegt, was auch immer da drin ist, was liegt hier noch rum? Ist das hier? Was sagt Mr. Kriminaltechnik dazu? Wenn ich alles täusche, ist es Grillanzünder. Wirkt als Brandbeschleuniger, genau wie das Benzin. Es kann kein Zufall sein, denke ich. Na, natürlich ein Grund, warum wir hier explizit auf Streife gefahren sind. Hier im Nahbereich sind mehrfach Brandstiftungen aufgefallen und gemeldet worden. Und auch in diesem Fall weisen alle Indizien, die wir hier am Tatort finden und alle Spuren, die wir hier sichten konnten, darauf hin, dass es sich um eben einen gleichgelagerten Fall handelt. Wir haben im Hintergrund ein Lager gefunden, an dem sich augenscheinlich ein paar Obdachlose niedergelassen haben oder zumindest eine Person niedergelassen hat. Die müssten wir ansprechen, vielleicht kommt die als Zeuge oder sogar als Täter in Frage. Und der Kollege hat eben im Vorbeirennen noch zwei Personen gesehen, die hier wohl gefilmt haben. Die sind uns aber jetzt durch die Lappen gegangen, weil wir uns hier um den Brandherd kümmern mussten. Mach's spusi. Ja, weiträumig zumachen hier. Die Beamten ziehen Martina Schröder, die Einsatzleiterin der Freiwilligen Feuerwehr, hinzu. Die Rettungskräfte der 46-Jährigen haben bisher alle Einsätze der Brandserie übernommen. Unser Problem aktuell ist, dass wir von einem Täter oder einem Täterkreis ausgehen, weil alle Brände, die gelegt wurden, das gleiche Schema aufweisen. Wir wissen aktuell noch nicht, womit diese Brände beschleunigt wurden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden auch nur Sachschäden erzielt. Auf der anderen Seite haben wir heute das erste Mal einen Personenschaden mit drin gehabt. Das heißt, für uns wird es immer brisanter. Ja, also das, was wir bis jetzt mitbekommen haben, ne, wir haben ja einmal Gaskartuschen, ne, die haben garantiert zur Explosion geführt, ne, die waren auf dem Anhänger. Und unsere Brandursachenforscher haben inzwischen festgestellt, dass hier dieses weiße, bröselige Zeug ist Grillanzünder. Aber das ist hervorragend geeignet als Brandbeschleuniger. Ja, das haben also da wir wollte schon jemand sicher gehen, dass das ein schickes Feuer wird. Kollege und ich, wir haben einen Kanister sichergestellt, der jetzt gerade auf Fingerabdrücke untersucht wird. Ja. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass das, weil du gerade sagtest, getränkt, wahrscheinlich dazu benutzt wurde. Genau, die Kartons waren getränkt mit höchstwahrscheinlich Benzin. Ne? Da werdet ihr aus dem Labor sofort die Infos kriegen. Gut, das hat mir schon mal sehr geholfen. Danke erstmal für die Infos. Gut. Wenn uns beim nächsten Einsatz was auffällt, sage ich sofort Bescheid.
Ja, super. Nur Maste, ruf durch, ruhigen Dienst. Prima. Mach's gut. Gut. Ciao. Tschüss. 7, 8 Einsatzorte und den ersten jetzt mit KV. Alles Brandstiftung, alles selbes Schema, immer derselbe Mist. Wie viele Tatorte haben wir jetzt? Insgesamt 9. Okay. Pass mal auf, ich habe vorhin mal hier in Social Media habe ich einfach mal eingegeben Pyromane. Dann kamen ganz verschiedene Sachen dabei raus. Und auf verschiedenen Online-Plattformen, ey, das ist wirklich das Heftigste. Fast alle Tatorte, wo wir die Brandstiftung hatten, sind oder gibt es Online-Videos. Von unseren Tatorten? Von unseren Tatorten. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, unser möglicher Täter war vorher, bevor der Brand gelegt wurde, da, hat abgewartet, bis das Feuer entstanden ist, hat es womöglicherweise selber gelegt und hat es dann gefilmt. Ja, zeig mir mal so ein Video. Und die beiden Herrschaften, die das betreiben, sind die Gebrüder Hoffmann. Alle schon rausbekommen. Können wir die laden? Na, auf jeden Fall. Na, dann her mit dem. 8 Tatorte, 8 verschiedene Brandstiftungen. Jedes Mal ein anderes Fahrzeug. Jetzt wird sogar vom Täter rücksichtslos in Kauf genommen, dass dabei Menschenleben verletzt werden. Ich würde fast unterstellen, Pyromanie. Wer sagt, dass wir das denn waren? Sind doch keine Beweise. Das ist eine sehr gute Frage. Wie komme ich jetzt auf Sie? Wir sind ja nicht bei der Polizei in Entenhausen, sondern jedes Mal oder fast jedes Mal bei jedem dieser Brandstiftungen gibt es ein Video. Das wird vorher gezeigt. Und das ist noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. So. Und wer betreibt diesen Kanal? Die Gebrüder Hoffmann. Ist denn jemand zu Schaden gekommen? Darum sitzen Sie. Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt, dass gestern jemand zu Schaden gekommen ist. Was ich hier mache, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also, hingucken. Die Frage ist, wieso sind Sie an den ganzen Tatorten und filmen das? Ich gehe sogar noch weiter. Nee, brauchen Sie gar nichts sagen. Ich gehe sogar noch weiter. Wenn Sie an allen Tatorten sind, bei einem sage ich sogar, vielleicht ist es ein Zufall. Aber Sie sind fast an allen Tatorten, wo die Brandstiftung stattgefunden hat. Das heißt, Sie sind höchstgradig verdächtig, hier auch die Feuer selber gelegt zu haben. Das auf keinen Fall. Wir haben, kann ich ganz klar zugeben, den Polizeifunk abgefangen. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Hervorragend! Hervorragend! Erster Treffer! Straftatbestand erfüllt. Ja, aber so schlimm ist das ja nicht. Da, so schlimm ist das aber. Das ist ein geschlossener Funk. Der ist nur für bestimmte Leute bestimmt, für einen bestimmten Personenkreis bestimmt. Und Sie hören ab. Sie sind nicht nur, Sie sind nicht nur dreist, Sie sind auch noch blöd dabei, dass Sie uns den Quatsch noch erzählen. Jetzt fährt gleich ein Kollege mit Ihnen nach Hause und holt Ihren Funkscanner mit ab. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wieso sind Sie an diesen Brandherden, bevor die Rettungskräfte eintreffen? Woher wissen Sie denn, dass es da brennt? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Wollen Sie den Funk abhören? Ja, richtig, genau. Das heißt, Sie hören Polizeifunk und Feuerwehrfunk ab und dann fahren Sie zu irgendwelchen Brandherden hin, vor der Feuerwehr, und dann kassieren Sie da irgendwelche Aufnahmen. Keinen Schaden, wir wollen doch keinen Schaden zufügen in jemanden. Niemals, wir wollen nur filmen. Jungs, wenn wir rauskriegen, dass ihr die scheiß Brände legt, dann brennt bei uns die Luft. Ich hoffe, das ist ein für alle Mal und schlussendlich klar. Ja? Das ist kein Spaß, dafür geht ihr in Haft. Wenn das rauskommt, brennt's. Und zwar richtig. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, sind für mich Tatverdächtiger Nummer 1, hier auch die Brände gelegt zu haben. Kollegen fahren jetzt mit euch nach Hause und die Geräte werden eingesackt. Alles andere kommt dann noch und dafür kriegt er auch Post. Ne? Auf Wiedersehen. Super Leistung, danke. Sie entlassen. Heidi, nimmst du entgegen? Einmal mit Taxi. Okay. So. Lass uns noch mal den Tatort angucken vom Brand gestern. Was Zeugen? Vielleicht die Obdachlose oder ein Obdachloser? Ach ja, das Lager. Hm? Schönen guten Tag. Ja, ganz ruhig, nicht weglaufen, alles gut. Dürfen wir kurz stehen. Dürfen wir kurz mit Ihnen reden? Das wäre ganz nett. Bleiben Sie mal stehen, alles Hallo, gut, keine Angst. Sindera mein Name. Was ist denn los? Das ist der Kollege Richter. Gucken Sie sich mal an, alles gut. Geht's Ihnen gut? Müssen wir keine Angst haben. Brauchen keine Angst haben, wir tun Ihnen nichts. Ganz ruhig. Wir haben nur ein paar Fragen, hier hat es neulich gebrannt. Haben Sie da irgendwie was von mitbekommen? Nee. Ich habe gesehen, dass Sie hier Ihr Lager aufgeschlagen haben. Und es hat hier gebrannt. Und ich möchte wissen, ob Sie am Zeitpunkt des Brandes etwas mitbekommen haben. Waren hier Personen? Haben Sie einen Ausweis von sich schon mal dabei vielleicht?
Wie gesagt, wir wollen Ihnen gar nichts Böses. Wir wollen nur fragen, an dem Tag, wo das hier gebrannt hat, haben Sie da hier vielleicht irgendwelche Personen gesehen, die hier rumgelaufen sind oder vielleicht ein Fahrzeug? Ich war hier hinten um die Ecke auf Pinkeln und auf einmal habe ich einen Typ gesehen. Der war total vermummt gewesen, schwarze Klamotten und ich habe dann auch ein bisschen dahin geguckt, aber ich habe dann nachher auch weggeguckt, weil auf einmal hat dieser Anhänger da gebrannt, der da stand und ich habe dann so eine Angst gekriegt und habe gedacht, also wenn, ich wollte keinen Ärger haben, deswegen bin ich ab. Okay, ja. Dieser Mensch, der da so vermummt war, wie ist denn er hierher gekommen? Also, wegfahren habe ich gesehen, wie dein Auto gesprungen ist. Okay. Können Sie sich noch an das Auto erinnern? Was das für ein Auto war oder ein Kennzeichen vielleicht sogar? Dunkles. Ein dunkler Wagen. Kennzeichen. Moment. Ah, die Buchstaben hinten auf der Plakette kriegen Sie da. Ja. War das jetzt LF oder LM? Ich glaube, es war LM. LM, ja. Gab es noch ein paar Zahlen dazu? Das Einzige, was ich mir noch merken konnte, war eine 9. Und eine 9. Ja, ein Teilkennzeichen für uns ist schon mal gar nicht verkehrt. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Wir haben hier am Tatort noch zwei junge Männer gesehen, die gefilmt haben. Ist Ihnen, also, wir haben die auch nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Ich habe irgendwie jemand weglaufen sehen. Ja? Ja, das war aber auch alles. Was haben Sie, ich muss Sie auch mal fragen, was haben Sie an Fingern gemacht? Wo haben Sie sich verbrannt? Ich habe da versucht, Feuer zu machen und dabei habe ich mir die Hände verbrannt. Okay. Wenn was ist, kommen Sie zu uns, wenn die frech werden, die Kollegen. Lehrer und Richter. Okay? Super. Mach's gut. Also, Teilkennzeichen, ne? Das ist zumindest mal ein Anfang.